Ich bereue nichts! Alter! Links, Mann! Ich drück doch nach. Ey, Mann, ich hab nach links gedrückt. Was soll die Scheiße, Mann? Dann gehen wir doch auch mal hoch. Tor, perfekt. Charlie, hilf mir mal eben. Ja genau, hilf mir mal eben. Durch? Ja, okay. Hups. Mein Gott. Welch sichere Tortechnologie. Die hat ja selbst die Barbaren weggehalten. Wenn zwei Männer das einfach hochheben könnten. So sind hunderte von Barbaren natürlich niemals hier reingekommen. Kommt, folgt mir. Munition. Das war für eine andere Waffe, aber die nehme ich auch gerne. Glaube ich da? Nö, da habe ich noch genug Munition, deswegen. Da ist noch mehr Munition, das freut. Mir ist hier gerade ein bisschen viel Munition. Moment. Nee. Okay, gut, dann gehen wir mal hier hoch. Hier hoch. Na, komm. Aua. So, komm her, du Lümmel. Boing. Und ich bin weg. Oh, das ist viel zu nah. Zack. Schmeiß sie einfach mit Granaten auf mich. Vorsicht, Dave. Ah, rettet mich. Na gut. Es hat auch so gereicht. Wunderbärchen. Ne, Munition hat leider keine mehr da gelassen. Mann, ihr seid geizig, Leute. Oh, das tat fast weh. Aber nur fast. Oh, echt jetzt? Autsch, direkt neben mir kriegen wir eine Granate hoch und ich hab's überlebt. Cool. Moment. Und Sprung. Ja, ich komme ja schon. Hui! Ich bereue nichts! Alter! Links, Mann! Ich drück doch nach. Ey, Mann, ich hab nach links gedrückt. Was soll die Scheiße, Mann? Nochmal das Ganze. So. Klettern wir weiter hoch. Ach, da steht ihr. So, geht doch. Als hätte ich nie was anderes gelernt. Habe ich wahrscheinlich auch nicht. Ja, sagen wir so, Sully bei meinen Nervenweißer. Was könnte ich lernen, außer klettern, was ich vorher schon konnte, und Idioten abknallen. Das ist ja schon so die Disziplin, wo man in Sully theoretisch einen Meister sehen könnte, im Idioten abknallen. Tja, wo jetzt lang? Ah, da lang. So, und wo sind meine Homeboys? Ah, guck mal einen an. Gehen wir doch mal besser hoch. Die lassen sich da unten eben abknallen. Ich mach oben wieder alles sauber. Boing. Ach, echt jetzt, komm. Aha. Danke, Mann. Bitte, bitte. Ich weiß. Es ist kein schöner Job, aber irgendwer muss ihn ja machen. Halt, Moment, Munition. Ja, damit, meins. Noch mehr Munition. Nein, leider nicht, oder? Nein, das war nur eine Schrotflinte, die mag ich nicht. Perfekt. Und da liegt eine Granate. Ach, ich hab vier Granaten und ich wundere mich schon, warum ich die nicht nehmen kann. Nun ja. Och nö, echt jetzt? Zack.
Dann mal wieder drauf. Auf den Lümmel. Komm. Ach, jetzt hör nicht so. Machst du da hier einen auf dicken Mann und kriegst jetzt denn sowieso aufs Maul. Siehste. Hättest du uns nicht einfach lassen können. Na, kommt diesmal keiner durch. Schön. Hier hoch, komm schnell. So, dann mal hoch das Türmchen. Hier oben. Hey, gebt uns Deckung, okay? Ja, aber ihr beeilt euch, okay? Ja, wir sind hier leichte Ziele. Mhm, so. Springen wir doch mal von dieser Kante. Nein, da liegen Pistolen. Ach so, das waren die Idioten, die ich gerade abgeschossen habe. Ja, ich würde jetzt gerne mich schneller fortbewegen. Dann könnt ihr auch leichter herausfinden, was ich hier machen muss. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal hoch zu Captain Schnuffelpuffel. Vielleicht weiß er ja was. Ah, guck an. Hier, siehst du? Wie oben, so auch unten. Aber hier sind wir richtig. Ja, aber wofür sind wir hier richtig? Die Kreuzfahrer hätten den Eingang zur Gruft irgendwo gut sichtbar platziert. Mhm. Moment mal. Ja, sieh mal. Das Symbol ist auch auf Drakes Karte. Direkt daneben. Klar, der kleine Bär, der Polarstern. Der Fixpunkt am Nachthimmel. Wenn wir dem runter zur Burg folgen. Der zeigt bestimmt zu unserem versteckten Eingang. Kann ich mal sehen? Ja, ja. Ich will es zurück. So, dann öffnen wir mal Drakes Tagebuch, gucken wir, was da drin steht. Das Teleskop. Mache ich. Ah, jeder weiß, die Schnauze des großen Bären zeigt auf dem Polarstern. Wenn du nicht benutzt, gib's her. Ich finde ihn. Ich benutze schon. Ja, hallo? Wo ist es denn? So, da haben wir den großen Bären. Ja, Moment, hier ist der große Bär. So, wir müssen also den Polarstern finden. Und da ist er. Ich hab sie. Okay, dann suchen wir mal den Eingang. Er sollte direkt unter dem Polarstern sein. Gut, dann drücken wir einfach mal gerade nach unten und siehe da. Hm, das ist aber sehr gut sichtbar. Leute! Ja, eine Sekunde. Etwas zu einfach, oder? Wait. Oh, guck mal. Vorsicht! Urmel, duck dich! Hui! Und wieder wird hier alles wahrscheinlich gleich einstürzen. Ja, dann haben wir mal ein historisches Meisterwerk mit Raketenwerfern klein. Was sind das denn für IS-Methoden hier? Die machen hier alles kaputt. Ja, ne, du beschwer dich mal. Überleg mal, was das letzte Mal passiert ist. Ein Shambhala, ne? Überleg mal. Achtung! Hallo? Von diesem Ding wird nichts übrig sein, wenn die fertig sind. Tja, dann muss ich dafür sorgen, dass sie nicht fertig sind. Was denn? Hier ist doch keiner mehr. Oh, doch, irgendwo. Hm, ich sehe es aber nicht. Ach, da! Hui, das war ganz schön knapp. Zack. Los, wir müssen weg, jetzt! Ach so, wir müssen weg. Los geht's! Hui! Okay, alles klar! Das war so klar. Komm schon, Nate! Hui! Ja, ich glaube, ich folge deinem Rat und werde mich einfach mal beeilen. Und dir ganz unauffällig folgen. Hui! Ja, klar. Direkt neben ihm schlägt eine Rakete ein und ich bin der, der sich aufrappeln muss. Ist klar. Das war molto dramatico. Und was kommt jetzt? Wo sind sie? Hey, hey! Hier unten! Alles klar, Leute! Ja, ja, wir suchen einen anderen Weg und treffen euch! Vorsicht! Oh nein! Mist! Hey, Mann, da! Der Turm! Was ist mit Sally und Chloe? Denen geht's gut! Sieh mal! Da ist er! Sehen wir ihn uns an! Das ist keine gute. Und weg ist er. Toll. Oh, super.
Anstatt dass er mich beruhigt und von blöden Ideen abhält, nein, der gießt noch jede Menge literweise Öl ins Feuer und stiftet mich zum Blödsinn an. Na komm, den kriegen wir doch. Zack! Sag ich doch. Ach Gott. So, wo lang jetzt? Das ist doof, was ich sehe gerade nirgendwo ein, also muss ich mich einfach mal aus der Deckung wagen. Ups, da ist einer. Hallo. Nein. Das lässt so bleiben. Zack. So. Und schon haben wir eine neue Wumme. Hä? Wo hast du mich denn gesehen, du Affe? Autsch, 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 autsch. Das tut weh. Ich drück auch noch die ganze Zeit den falschen Knopf. Ich wollte mich eigentlich zur Seite springen und stattdessen lade ich die ganze Zeit nach dem Blöder. So, geht doch. Wer hat auf mich geschossen? Ich hätte schwören können, er hat einen auf mich geschossen. Naja, vielleicht irre ich auch. Man weiß es nicht. Hör auf, dich selbst in die Luft zu sprengen. So, das Thema wäre damit auch durch. Dann nehmen wir wieder die andere Waffe, wo wir viel mehr Patronen für hatten. Oh, Moment, Munition. Oh, Moment, sterben. Nicht gut. Ja. Was nun? Oh, aufpassen. Das ist doch mal der Tipp des Jahrhunderts, liebe Leute. Ja, super, direkt daneben geworfen, aber nicht schlimm, ne? Achtung! Haha. Achtung, ich spring mich jetzt selbst in die Luft, weil ich ein Idiot bin. Haben wir hier nicht noch ein paar Idioten? Hallo? Alle weg? Na komm doch raus. Lauft weg, lauft! Wow! Habe ich echt so gut getroffen? Eine Granate! Eine Granate! Ah! Autsch! Ja, und direkt Nummer 2. Wunderbärchen. Mann, so macht das doch wenig Spaß, liebe Leute. Kann es sein, dass ich jetzt schon ein paar weggesprengt habe oder so? Weil irgendwie sind hier gerade... Haha. Tja. Kein guter Zeitpunkt, ohne Helm rumzulaufen. Lieber Willy Vanilli. Komm raus da. Die da oben interessiert mich nicht, die Bohne. Ach ne, nicht schon wieder so einer. Ja, direkt doppelt gesprengt, hält besser. Ja, einfach gesprengt, reicht bei ihm Gott sei Dank auch. Echt jetzt, Jungs? Echt jetzt? Bäm, mit einem Schlag einfach aus dem Leben geklatscht. So macht das wiederum richtig viel Spaß. Krieg ich das hier auch hin? Nein, der weicht aus, der Lümmel, aber immerhin. Ja, so, sieht doch ganz gut aus. Ein paar Leichen hinterlassen, die es gewagt haben, sich mir in den Weg zu stellen. Da hinten wäre was Bombiges zum Werfen gewesen. Und hier auch. Schade.
Wäre lustig geworden, aber gut. Weiter geht's. Ich befürchte mal, wir werden irgendwann auch wieder zurückgehen müssen. Deswegen, ja, wer weiß, wann wir es brauchen. Genau. Wow. Oh. Das ist ein... Ja, oh. Ich wusste, dass das zu einfach wäre. Warte. Vor 1000 Jahren war das kein Lagerraum. Nein, Mann. Wir übersehen etwas. Hey, warte doch mal. Die Statuen, siehst du? Eine hat oben, eine unten. Ja. Mhm. Sieh mal, oben, unten. Es ist dasselbe Thema, wieder und wieder. Also eine weitere Brotkrume auf dem Weg? Es sieht fast so aus. Das Teleskop. Ja, klar. Danke. So, dann schauen wir mal, in welche Richtung wir jetzt gucken müssen. Wir müssen dieses Sternchen suchen. Aha. Beziehungsweise die drei Ritter. Ja. Ich sehe es doch schon, Mensch. Mann, ich sehe es schon, aber jetzt muss ich mich wahrscheinlich hier draufstellen. So. Das Symbol wieder. Warte. Zack. Ja, da. Aha. Wie unten, so oben. Ja. Du sagst es, ganz okay. Genau. Beweg das Visier was nach oben. Was machst du? Was ach. Du? Hier ist es. Na, super, jetzt habe ich gepennt. Ich hätte nämlich von da aus einfach hochschauen müssen. Hm. Ja, komm. So. Der Turm meinst du? Nein. Was ist das drunter? Ja. Ah. Säulen. Das muss es sein. Okay, gehen wir rüber und sehen es uns an. Ja, unterwegs treffen wir Sally und Chloe. Sie sind da drüben! Und eine Horde von Tausenden von Gegnern. Komm schon, Charlie, wir können hier nicht bleiben! Wir müssen ach. Weg! Juhu! Was ist Sally? Oh, joink! Und weg damit. Sally, noch ein paar von den Dingern wären Gold wert. Komm. Komm, du kriegst die nächste ins Gesicht. Ah, nein, du kriegst den Sally ins Gesicht. Ah, super. Jetzt gehen wir auch noch die Munition aus. Perfekt. Hm, wie können wir das Ganze denn noch ein bisschen beknackter machen? Hui, den habe ich übersehen. Ja, Volltreffer, stehst direkt neben mir und ich stehe mit dem Rücken zu dir. Toll. Voll der Volltreffer, du bist mein Held. Das war ein Volltreffer, mein Lieber. Das war auch ein Volltreffer. Und das war ein Volltreffer. So. Wie kommen wir da rüber? Ja, vielleicht sollte ich erstmal versuchen zu überleben. Mein Gott. Oh, Mann. Oh Leute, es kann sein, also vielleicht werde ich die Folge in zwei Videos geteilt haben, das weiß ich noch nicht. Also weiß ich jetzt noch nicht. Je nachdem, wie oft ich die Szene hier ausreißen werde. Ich glaube, ich lasse erstmal Sally ein bisschen Arbeit machen. Kann erstmal schön mit Raketenwaffe die Vorarbeit machen. Mir diverse Leute vom Hals schaffen. Wenn gleich die da von links kommen, dass ich die nämlich abfangen kann, ganz in Ruhe. Und die von rechts kommen. Knalltüte! Nein! Daneben, das war schlecht. So, da ist wieder der Lümmel. Und da war er, der Lümmel. Danke, Sally. Der Schuss tat gut, zumindest in meiner Seele. Nicht in okay, des Sally. Gegners Gesicht, aber... So, du bist auch weg vom Fenster, das freut mich.
Ach, gut dann. So, Moment. Mal eben. Sully, nächstes Mal etwas früher wäre cool. Dankeschön. Und nicht unseren Homeboy abknallen, der mag das nämlich genauso wenig wie ich. Von daher, Sully, bitte zeig mal ein bisschen mehr Mitgefühl für deine Mitspieler in diesem wunderschönen Spiel. Hat denn keiner von euch Schrotflintenmunition dagelassen? Was ist denn los mit euch? Was seid ihr denn für Terroristen ohne Schrotflinte, sag ich, ohne AK-47? Wer schießt da? Auch von da hinten, echt jetzt. Sully, ich könnte Hilfe brauchen. Ach, wisst ihr was? Wir sollten uns mal den Typen ein bisschen nähern. Das wird das Ganze bestimmt um einiges vereinfachen und somit auch beschleunigen. So. Seht ihr, einer schon weg. Komm. Komm raus. Komm nochmal raus. Zack, diesmal ins Gesicht und schon bist du weg. Schon ist gut, hat lang genug gedauert. Ach ne, echt jetzt. So, jetzt mal endlich weg. Dankeschön, geht doch, mein Gott. Aha. Ach, ich liebe das, wenn Gegner sich selber verknuspern. Und wieder selber verknuspert. So mag ich das auch. Die sind zu zweit. Nein. Du hast nur noch einen und der ist jetzt auch schon wieder weg. Du bist nicht up to date, mein Junge. Du musst mir doch mal aktuellere Informationen geben. So wird das doch nichts. Echt mal. Wie soll ich denn mit solchen Informationen aus ab... aus. Wie soll ich denn mit solchen Informationen arbeiten? So, das wollte ich sagen. Mein Gott. Ich mag auch ehrlich gesagt, ich meine, ich mag das Spiel, aber mich nervt so ein Kapitel, sich so ewig in die Länge ziehen. Und das ist, glaube ich, so lang, dass ich mir ernsthaft überlege, ob ich das in zwei Hälften teile. Komm schon. Wir müssen sie einholen. Das werdet ihr dann gesehen haben. Wenn nämlich das Kapitel mittendrin aufhören sollte. Ich kann es leider nicht vorher ankündigen. Also zumindest nicht mit meinem Kommentar. Ja, zumindest in einem Stück. Hallo? Und ich glaube, wir haben etwas. Ach, echt jetzt? Schön, dass ihr okay seid. So. Gleichfalls. So, dann runter hier. Plums und Plums. So, Leute, jetzt will ich aber hier Ergebnisse sehen, ne? Gut. Das ist die Wand. Ja, das ist die Wand. Der Eingang zur Gruft sollte irgendwo hier sein. Und? Was sagt der gute Lawrence dazu? Gar nichts. Weiter kam er nicht. Und wir sollen es schaffen. Symbolisch ist ein Eingang durch zwei Säulen gekennzeichnet. Toll. Welche? Und ein Eingang zu was? Naja, zu einem anderen Reich. Einem Heiligtum, einer Opferstätte. Hm. Oh, das hört sich spaßig an. Durch zwei Säulen, okay. Stimmt hier hinten irgendwo? Der nicht, aber hier der vor Kopf vielleicht? Oder der? Hey, vielleicht um die Ecke. Ja, okay. Versuchen wir es hier nochmal. Nee, leider auch nicht. Haben wir keinen Hinweis im schlauen Buch? Na komm. Umblättern. Falsche Richtung. Nein, das war's. Kein Hinweis. Ich habe doch jetzt schon alle einge... Ja, jetzt geht's natürlich. Nein. Was zum Teufel? Drogen? Geben Sie sie mir. Gut. Das Tagebuch. Uncool.
Danke. Trau niemals Drake. Wo ist eigentlich Charlie? Wer weiß. Wer weiß, es sind ja nur tausende Gegner. Was kann passieren? Nein, nein, nein! Shit. Ah, haut ihm jetzt eine rein. Er ist weg! Was zur Hölle? Hey, Charlie, Alter. Bist du okay? Huh? Huh? Charlie? Was zur Hölle? Schaut euch das an. Oh Mann, was soll diese Geheimagenten-Scheiße? Hoffen wir mal, dass die Dosis nicht zu hoch war. Oh nein, 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 nein. Oh Mist. Bleib ruhig, schau mich an. Charlie. Yeah. Los, wir müssen jetzt weiter, okay? Lass mich los. Hau bloß ab. Okay. Niemand will dich anfassen, Charlie. Was zur Hölle war in dem Fall? Dein Gesicht blättert ab. Tja, was auch immer es war, jetzt hat er üble Hallus. Charlie, hör zu. Hey, alles ist hau gut. Ab! Ha! Ich lass mich nicht mitnehmen. Hey, niemand nimmt dich irgendwohin mit. Komm, komm doch einfach mit uns, okay? Ja. Oh nein, der Boden schmilzt. Wir können nicht bleiben, weiter. Oh, super. Wir müssen irgendwie den Grufteingang finden. Toll, wie machen wir das? Na, Charlie hatte eine Spur, ich weiß nur nicht genau was. Der Zauberstab des Magiers. Oh Mann, ohne sein Tagebuch kommen wir nicht weiter. Lass mich nachdenken. Zauberstab des Magiers? Hermetisch. Vom griechischen Hermes, was Säule heißt. Ja, das wissen wir schon. Die sieben Säulen der Weisheit? Zwischen Gnade und Härte. Wartet. Wir haben es missverstanden. Es ist nicht der Raum zwischen den Säulen, sondern die mittlere Säule. Balance. Was? Das stand in Charles' Buch. Die Säule der Balance zwischen den beiden Extremen. Zwischen Schwarz und Weiß, Wasser und Feuer, Mann und Frau. Der Mittelweg. Der Mittelweg. Der Mittelfinger. So, dann schmeißen wir mal die Säule um. Was ist das? Sully, hilf mir hier mal. Gut, dass sie nicht umgekippt ist. Na los, komm schon. Nein, 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 nein. Nein, schon gut, Charlie, komm schon. Oh, schiebe ich mir da dir mal die Tür vor der Nase zu. Oben und unten sind beide gleich. Aha. Na bitte. Hier lang. Mein Gott, ist das Kapitel doch endlich, es ist vorbei, Gott sei Dank, mein Gott, das hat sich hingezogen, ich glaube, ihr werdet es wahrscheinlich gesehen haben, ich werde es aufgeteilt haben, dennoch bedanke ich mich direkt dann zweimal für euer Zuschauen, einmal bei der letzten Folge und einmal bei dieser Folge, würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, einen Daumen oder vielleicht sogar ein Abo, wäre geil, bis zum nächsten Mal, tschüssikowski.